Er hatte die Tolerierung des Christentums verkündigt. Aber würde das Schreiben von Galerius auch wirklich die größte und schwerste Christenverfolgung aller Zeiten beenden? Und welche Rolle würde Konstantin im Kampf um die Macht im römischen Reich noch spielen? Herzlich willkommen zu Konstantin, Kaiser der Sonne, mit unserer dritten Folge, die... Wende. Es geht um einige Jahre, die nicht zu Unrecht als weltgeschichtlich hochbedeutsam eingestuft worden sind. Einige Jahre, die das Wesen der abendländischen Kultur, unsere ganze Geschichte maßgeblich beeinflusst haben und auch die Geschichte des Christentums. Wir haben das letzte Mal aufgehört mit diesem Bibelfers aus Offenbarung 2, Vers 10. Eine Vorhersage über diese große Christenverfolgung, die unter Diokletian begonnen hatte. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wir hatten gesehen, dass diese zehn Tage symbolisch für zehn Jahre stehen. Diese große Christenverfolgung begann im Jahre 303. So haben wir es in der ersten Folge gelernt. Und letztes Mal haben wir gesehen, dass schon im Jahre 311, nach acht Jahren, der Galerius eben den gerade schon angesprochenen Brief verfasst hatte, in dem er im Namen aller Kaiser, auch wenn es kein Edikt gewesen ist, das Christentum tolerierte, die gefangenen Christen wieder freigelassen hatte, allerdings ihnen die konfiszierten Güter nicht zurückgegeben hatte. Wir haben aber auch gesehen, dass umgehend Maximin Daja, der mittlerweile auch die Augustuswürde bekommen hatte und im Osten herrschte, diese Tolerierung sofort wieder unterminiert hatte. Er hasste die Christen mindestens genauso wie vorher schon der fanatische Galerius und er begann jetzt all die Christen aus den Städten zu vertreiben. Galerius war... Krank. Und er hatte eigentlich nur noch einen Wunsch, er wollte in seiner Heimat an der Donau sterben. So vertraute er seine Familie dem Licinius an, der ja eigentlich Augustus für den Westen sein sollte, aber jetzt hier dem todkranken Galerius unter die Arme griff und ihm bei der Verwaltung äh, des Balkans und des, von Kleinasiens half und jetzt auch seine Familienangelegenheiten besorgen sollte. Und so machte sich dann Galerius auf den Weg, aber er hat seine eigene Heimatstadt Romulianum nicht einmal mehr erreicht. Er starb qualvoll auf dem Weg. Hier sehen wir eine Karte und hier sehen wir Serdica, das ist der Ort wo er sich zuletzt aufgehalten hatte wo er den erlass ähm, oder nicht den erlass sondern diesen brief zur tolerierung formuliert hat und hier in der diözese äh, nicht in der diözese in der provinz dardania ungefähr hier an dieser stelle gar nicht weit entfernt von aissos wo konstantin geboren worden war starb er auf dem weg einen überaus schmerzhaften und grausamen tod die bibel sagt wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren und die Erwartung der Gewalttätigen wird zunichte. Somit war eine neue Situation eingetreten. Galerius, der als Hauptkaiser den ganzen Balkan und Kleinasien unter sich hatte, war jetzt tot und die Frage stellte sich, wie es weitergehen würde. Licinius war ja eigentlich als Augustus für den Westen vorgesehen, war jetzt allerdings auf dem Balkan als Stellvertreter und nun als Nachfolger von Galerius aktiv. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, wie es mit Maxentius weitergehen würde, der ja immer noch als Usurpator dort in Rom saß, Konstantin lauerte als Cäsar im Westen. Maximin da ja jedenfalls ahnte, dass jetzt eine gute Gelegenheit sei, seine Machtposition auszubauen und etwas Territorium dazuzugeben. Und dazu musste er seine Popularität noch steigern. Er entschloss sich, alle Städte im Osten von der Steuer zu befreien. Und äh, kein Wunder, das hat ihn dort äh, bei vielen Menschen äußerst beliebt gemacht. Wenn man Steuergeschenke verteilt, dann steigt die Popularität. Und... Äh, er hat dann tatsächlich Kleinasien besetzt, also das Gebiet, das eigentlich vor dem Galerius gehörte, um deutlich zu machen, dass er nicht mehr nur mit seinem Herrschaftsgebiet äh, zufrieden ist, sondern jetzt einen größeren Bereich für sich beanspruchte. Der Licinius, der wollte das natürlich nicht tatenlos hinnehmen, vor allem weil er fürchtete, dass Maximin Daya vielleicht sogar auf die europäische Seite hinüber, kommen könnte und so eilte Licinius ebenfalls auf den Balkan und war am 9. Juni 311 hier in Serdika, wie es auf der Karte sehen, und von dort ging es dann weiter zum Bosporus und dort trafen die beiden aufeinander, Licinius und Maximin Daya, die ihre Differenzen auf einer Insel im Meer beilegten. Vorläufig, die Beziehung war keineswegs sehr freundlich und freundschaftlich, sondern eher ähm, professionell und man hat sich ein wenig belauert. Maximin Daya erhielt jetzt tatsächlich Kleinasien als Herrschaftsgebiet, hat jetzt ähm, in Nicomedia residiert, die eigentliche Kaiserhauptstadt ähm, in der äh, damaligen Zeit in dem Gebiet, die Residenzstadt zumindest, und hat sich geweigert, die von Galerius eher, eher einige Monate zuvor verkündigte Tolerierung Offiziell für Kleinasien und den Osten zu verkündigen. Zwar haben einige hohe Offiziere durchaus darauf gedrungen, die Verfolgung einzustellen und entsprechend auch äh, ähm, Anordnung gegeben, aber Maximin Daya selbst hat das versucht zu verhindern und sich geweigert, diese Tolerierung offiziell anzuerkennen. Wir hatten also jetzt folgende Situation wenn man hier auf der Karte sieht Konstantin hatte den ganzen Bereich im Westen unter sich war nominell immer noch nur Caesar Maxentius der offiziell ja gar nicht dazu gehörte sondern sich das selbst äh, erputscht hatte hatte ganz Italien und Nordafrika Licinius jetzt den Balkan und Maximinus den ganzen Osten inklusive Kleinasiens und dort ging die Verfolgung immer weiter es bleibt unklar, ob Maxentius, wie manchmal vermutet worden ist, im Sommer 311 irgendwie militärisch gegen Konstantin vorgegangen ist. Wenn es so gewesen ist, haben wir keinerlei Details mehr, können das nicht mehr wirklich in den Quellen greifen. Vielleicht ist das Ganze doch nur ein Konstrukt der späteren konstantinischen Geschichtsschreibung. Das bleibt also etwas im Dunkeln. Was wir allerdings wissen, ist, dass Konstantin sich sehr wohl... Darum sorgte, wie er vor seinen Untertanen dastand. Und er war ein Meister der Propaganda, wie wir das schon hier und dort gesehen haben, vor allem in der letzten Folge. Und das zeigte sich jetzt auch im Sommer 311, denn aufgrund der neuen politischen Situation gab es plötzlich eine neue Variante in der offiziellen Erzählung bezüglich seines toten Schwiegervaters, des ehemaligen Kaisers. Augustus Maximian. Und zwar wurde jetzt behauptet, im Gegensatz zu dem, was zuvor offizielle Lesart war, dass der Vater ähm, von Fausta, also der Vater seiner Frau von Konstantin, der Maximian offiziell eigentlich begnadigt worden sei, aber dass dann seine Tochter, die Fausta, die Ehefrau von Konstantin, einen Mord komplett aufgedeckt habe und dass Konstantin entsprechend ihn dann bestraft habe. Das weicht sehr ab von der alten Version, nach der ja Maximian offiziell sich selbst umgebracht habe, weil er sich der Gnade Konstantins nicht würdig ähm, empfunden habe. Und jetzt zeigt man, wie, hier sieht man, wie sehr Konstantin in der lage war das narrativ zu verändern wenn es der politischen situation ähm, ja günstig erschien und an, angelegen zu sein schien konstantin schreckte nicht davor zurück die wahrheit zu verdrehen um daraus politischen gewinn zu erzielen. das wird uns noch im laufe dieser serie beschäftigen denn wir sehen jetzt dass wir späteren verlautbarungen über zurückliegende äh, zurück äh, ereignisse nicht ohne weiteres vertrauen können. Wir müssen immer erst schauen, was sagen die Zeugnisse aus der unmittelbaren Zeit und dann kann man das vergleichen mit späteren äh, Berichten, die dann oft propagandistisch eingefärbt sind. Am 2. Juli 311 wurde in Rom von der Gemeinde dort ein neuer ähm, Bischof, ein neuer Gemeindeleiter der Christen gewählt. Fast drei Jahre lang hatte es dort keinen Bischof gegeben. Nun wurde Miltiades gewählt und der wird uns gleich auch noch etwas beschäftigen. Maxentius hat auf jeden Fall gemerkt, dass er noch mehr Unterstützung von den Christen in der Stadt Rom gebrauchen könnte und hat sich entsprechend dann, nachdem er ja schon Jahre zuvor direkt bei seinem Machtantritt die Christen toleriert hatte, ihn jetzt auch so wie Konstantin das schon 306 gemacht hatte, alle ihre konfiszierten Güter zurückgegeben. Das ganze kam allerdings doch etwas spät aus unserer heutigen Perspektive. Er hat damit nicht mehr viel Rückhalt bei äh, den Christen äh, gewinnen können, die mehrheitlich schon wohl mit dem Konstantin in Gallien sympathisiert haben. Es war nun ganz deutlich für Maxentius, dass er einem Krieg sowohl mit Licinius, der ja sowieso überhaupt ihn vertreiben sollte, und auch Konstantin, der jetzt propagandistisch auf Abstand gegangen war von ihnen, dass dieser Krieg unausweichlich war und er muss sich darauf vorbereiten. Womöglich ist diese Maßnahme, den Christen entgegenzukommen, auch ein Versuch gewesen, hier noch Unterstützung zu erhalten. Und das zeigt uns auch, welch ein politisches Gewicht die Christen mittlerweile auch schon hier im Westen des Römischen Reiches gehabt haben. Währenddessen ging es den Christen ganz im Osten. Unvermindert schlecht. Ja, Maximin Daya hat noch einmal die Verfolgung intensiviert. Und zwar ab dem 26. November 311. Der Bischof von Alexandria, eine der allerwichtigsten christlichen Zentren überhaupt, wird gefangen genommen und hingerichtet. Ein schwerer Schlag für die ganze christliche Kirche. Nicht nur dort im Osten. Er fördert, wie gesagt, weiter die Vertreibung der Christen aus den Städten und ähm, möchte auch, dass langfristig das Christentum aus den Köpfen verschwindet. Und deswegen erlässt ähm, er lässt eine Maßnahme, die die Schulen betrifft. Es ist ja kein Geheimnis, dass Erziehung und Bildung einen großen Einfluss auf das äh, Wertesystem und die Weltanschauung eines Menschen hat. Und so fordert er, dass in allen Schulen in seinem Herrschaftsbereich, die äh, seltsamen sogenannten Taten des Pilatus gelesen werden. Ein gotteslästerliches Werk, in dem Christus und die Christen auf üble Weise verschmäht werden. Außerdem gibt es immer wieder Berichte von Orakeln, die... Zum Angriff auf Christen aufrufen und Maximin Daja ist Heide genug, um diesen Orakeln zu glauben und der Meinung zu sein, dass die heidnischen Götter ihn beauftragt haben, das Christentum auszurotten. In dieser Zeit stirbt Diokletian. Genau genommen am 3. Dezember 311. Und das in ziemlicher Verzweiflung, denn er hatte mitbekommen, dass im Zuge der Zerstörung der Statuen von Galerius man nicht besonders sorgsam gewesen ist, doch durchaus immer wieder auch Statuen von Diokletian zerstört hatte. Er musste am Ende seines Lebens mit ansehen, wie das System, das er geschaffen hatte, die Tetrarchie, mit der man ja eigentlich diese Krise des dritten Jahrhunderts, wie wir sie heute nennen, überwunden hatte, dass dieses System jetzt in diesem Bürgerkrieg zwischen den einzelnen Kaisern ähm, zerbrach und auseinanderfiel. Und Diokletian hat wohl im Sterben den Eindruck gehabt, dass sein ganzes Lebenswerk ähm, umsonst gewesen ist. Auch eine ziemlich tragische figur dieser diokletian der letztendlich auch in die geschichte damit eingegangen ist dass er derjenige war wenn auch vielleicht auf das drängen von galerius hin der diese größte und schwerste christenverfolgung angezettelt und befohlen hat konstantin hat währenddessen erneut politisch sich gedanken gemacht maxentius war sein feind und auch licinius war der feind von maxentius und so schien es sich anzubieten sich mit dem licinius zu verbinden. Wie ging das damals? Ganz klar. Durch Heiraten. Und so hat Konstantin seine Schwester, die Konstantia, dem, Konstanti äh, dem Licinius zur Ehe angeboten. Ob er sie dabei gefragt hat, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber die geopolitische Lage schien das angeraten zu sein. Denn er war ja im Westen und Licinius hatte den Balkan. Und wenn sie gemeinsam alliiert zusammenarbeiten würden, dann könnten sie, so war die Überlegung, Maxentius in die Mangel nehmen und einkesseln. Währenddessen ging die Verfolgung im Osten weiter. Maximin Daya hat sich höchstpersönlich dafür eingesetzt, dass namhafte Christen wie der gelehrte Lukian zum Tode verurteilt worden sind. So geschehen am 7. Januar 312. Das Töten und Foltern ging unvermindert weiter, obwohl sich Konstantin aus dem Westen zu Wort meldete. Und das Ende der Verfolgung forderte, ab, aber Maximin Daya hatte überhaupt keine, äh, gar nicht daran gedacht, auf diese Proteste des Konstantin irgendwie zu reagieren. Maxentius hat realisiert in Rom, dass ihm die Unterstützung so langsam abhanden kam. Der Senat ähm, hat nicht wirklich ihn unterstützt. Das lag auch daran, dass Maxentius trotz seiner großen Versprechen, die er ja 306 gegeben hatte, wieder eine stadtrömische Politik zu verfolgen, nicht wirklich den Senat eingebunden hatte und der war natürlich jetzt sehr unzufrieden. Dazu kam, dass Maxentius für den Aufbau einer guten Armee Steuern brauchte. Aber wo sollten die Steuern anders herkommen? Als aus seinem eigenen Herrschaftsgebiet, aus Italien und Italiener waren es nicht gewohnt, selbst besteuert zu werden und die Römer schon ganz und gar nicht. Die lehnten also Steuern ab und das hat den Maxentius in die schwierige Lage gebracht, für die Verteidigung seines Herrschaftsgebiets aufkommen zu müssen, ohne dafür eigentlich ein Einkommen zu haben. So war er nicht besonders gut vorbereitet. Die spätere christliche pro-konstantinische Geschichtsschreibung hat ihn als Tyrann dargestellt. Wir haben das schon letztes Mal kurz thematisiert. Und es gibt einige Berichte, die später von Christen aufgezeichnet worden sind, äh, wie zum Beispiel von Eusebius, äh, Episoden, die berichten, wie er angebliche Frauen habe abholen lassen äh, von auch hochstehenden äh, römischen Politikern, um sie dann zu schänden, um sie zu vergewaltigen. Das mag im Detail sogar zum Teil zutreffen. Wir können das aber nicht wirklich genau belegen. Vielleicht ist das zum Teil auch äh, übertreibende oder einfach falsche. Charakterisierung, um ihn als Tyrannen darzustellen. In einer berühmten Geschichte wird davon gesprochen, dass so eine Frau dann lieber Selbstmord äh, begangen hat, als sich von Maxentius vergewaltigen zu lassen. Und dann überraschte Konstantin alle. Maxentius selbst glaubte eigentlich, dass Licinius ihn angreifen würde und hatte deswegen seine ganze Armee in Nordostitalien, in Verona, stationiert. Aber Konstantin kam überraschend über die Alpen, um ihn jetzt von Westen anzugreifen. Das war so gewagt, dass wohl Konstantins eigene Generäle und Berater davon sehr überrascht gewesen waren. Zum einen, weil es eigentlich offensichtlich keine direkte Not gab, ähm, die Initiative zu ergreifen. Zum anderen, weil Konstantin zwar eine Armee von etwa 120.000 Soldaten hatte, allerdings große Teile davon er brauchte, um weiterhin Britannien und Gallien und auch Spanien zu sichern. So konnte er nur mit 40.000 Mann die Alpen überqueren. Und das war, um äh, Maxentius in Italien anzugreifen, keine allzu große Armee. Interessanterweise ist es so, dass die Armee von Konstantin vor allem auch aus Soldaten äh, aus Gallien, also von Galliern und äh, Germanen bestand und damit etwas begann, was später in der römischen Geschichte noch wichtig werden würde, die sogenannte, äh, wenn auch heute manchmal etwas kritisierte äh, Barbarisierung der römischen Armee, das also nicht nur römische Soldaten dort kämpfen, wobei heutzutage oft umstritten ist, was eigentlich damit gemeint ist mit römischen Soldaten, sondern auch viele einheimische äh, Germanen und Gallier. Auf jeden Fall ist Konstantin über die Alpen gezogen, eine Stadt, auf der östlichen Seite der Westalpen Sigusio, das heutige Susa, hat sich äh, ihm entgegengestellt und wurde zur Strafe komplett verbrannt. Konstantin hat allerdings Plünderung verbieten lassen und dann traf er auf die Stadt Turin. Dort gab es einige Truppen von Maxentius, die ihn aufhalten wollten, wurden aber durch ein Manöver besiegt und Turin hat dem Konstantin die Tore geöffnet. Damit war es nicht die einzige Stadt, die anderen norditalienischen Städte fingen auch an, sich von Maxentius abzuwenden und sandten Konstantin ihre Glückwünsche. Konstantin bekam also den Eindruck, dass er hier eher als Befreier gesehen wurde, denn als Invasor, als Aggressor. Entsprechend äh, ist er dann nach Mailand gezogen, wo er besonders euphorisch begrüßt worden ist. Das hat selbst den Konstantin überrascht und so zog er dann weiter gen Osten Richtung Verona. Dort war ja eine, äh, ein, ein Hauptteil der Armee von Maxentius stationiert, weil man ja, wie gesagt, eigentlich einen Angriff aus dem Osten von Licinius befürchtet hatte. Ähm, auf dem Weg traf er bereits eine Abteilung der Kavallerie des Maxentius, die wurde vernichtet. Und dann begann er die Belagerung von Verona. Maxentius sandte Truppen, die Verona entsetzen sollten. Doch Konstantin siegt und nahm viele Gegner gefangen. Aufgrund dessen hat dann auch Aquileia, das ist eine Stadt hier, auf der Karte nicht eingetragen, aber hier ganz im, im, im Osten, ähm, dort fast an der Grenze dann des Gebietes von Maxentius kapituliert. Und damit war Konstantin jetzt der uneingeschränkte. Herrscher in Norditalien und konnte sein Angesicht jetzt auf Rom richten und hatte sozusagen den Rücken frei. Auch Maximin Daja zog in den Krieg, Er war von Nicomedia nach Antiochia gezogen und führte dann im Herbst 312, einen Feldzug nach Mesopotamien, aber der ist in der Geschichte wenig beachtet worden, wegen einem anderen Feldzug, der im Herbst 312 die Aufmerksamkeit aller auf sich zog und buchstäblich die Geschichte dieser Welt verändert hat. Konstantin zog jetzt gegen Oh, man kann sich fragen, was er eigentlich im Schilde geführt hatte. Denn möglicherweise war er gar nicht von Maxentius wirklich angegriffen worden. Und es gibt Überlegungen, die sagen, es kann sein, dass Konstantin kühl berechnend überlegt hat, dass, wenn er wartet, bis Licinius Maxentius angreift und besiegt, dass er dann nichts mehr von Italien abbekommt. Er hat also vermutlich tatsächlich seinem eigenen Verbündeten, dem Licinius, schlicht und ergreifend zuvorkommen wollen und sich das Stück Italien selbst zu erobern wollen und Rom erobern wollen, um dann den ganzen Westen alleine für sich zu kontrollieren. So belagerte er also jetzt im Herbst 312. Rom. Er lag vor Rom mit seiner Armee und das war eine Situation, die wir ja, wie wir letztes Mal gesehen haben, schon zweimal erlebt hatten in Rom im Jahre 306. Das war zum einen ähm, der äh, Severus und dann auch Galerius, die jeweils hatten Rom erobern wollen und beide waren gescheitert. Maxentius hatte nicht einmal wirklich äh, kämpfen müssen. Und äh, so hat Maxentius auch erstmal gewartet und gehofft, dass die Sache genauso ausgeht wie Einige Jahre zuvor. Er hat auch alle Brücken am Tiber zerstören lassen, unter anderem auch die berühmte Milwische Brücke, die auf den berühmten Gemälden immer eingezeichnet ist, die aber, so wissen wir eigentlich aus den historischen Quellen, zerstört worden war, damit eben Konstantin da gar nicht erst hinüberkommen konnte. Aber diesmal war es anders als bei den Belagerungen unter Severus und äh, Galerius. Diesmal war das Volk... In Rom unruhig. Es hielt sich das hartnäckige Gerücht, dass Konstantin unbesiegbar sei und dass es besser wäre, wenn Konstantin in Rom regiere als Maxentius. Hier sehen wir eine Karte äh, des modernen Roms und hier sehen wir ungefähr, das in ungefähr hier wäre das äh, alte antike Rom, die Ausmasse. Hier haben wir etwas außerhalb. An dem Tiber die berühmte Milwische Brücke, die ähm, dann zerstört worden ist. Hier haben wir ein Bild heute von dieser Milwischen Brücke, dem Tiber. Dort fand es in der Nähe statt. Allerdings war Konstantin noch etwas weiter nördlich hier stationiert. Er hatte sogar ähm, ein Gefecht zuvor gegen Truppen des Konstantius verloren. Und hatte noch einmal seine Mächte, seine, seine Streitkräfte äh, sammeln müssen für den eigentlichen Angriff. Und dann berichten uns zeitgenössische Quellen, vor allem Lactantius, über den wir gleich noch sprechen werden, dass Konstantin im Oktober 312 dort im Heerlager in der Nacht einen Traum gehabt habe. Wohlgemerkt, einen Traum. Und in diesem Traum habe er Folgendes gesehen, so berichtet er selbst. Er habe das sogenannte Chiro gesehen. Chi und Ro sind einfach zwei griechische Buchstaben, die zusammen den Anfang des Titels Christos, also Christus bilden. Das äh, aus unserer Sicht, was aussieht wie ein X, das ist... Ähm, der Buchstabe CHI, das ist also CH, und das, was aussieht wie ein P, ist das RO, also R, Christos. Und ähm, er entscheidet sich dann in einer sehr spektakulären äh, Entscheidung, dieses Zeichen, das übrigens zuvor gar nicht so selbstverständlich überall von den Christen verwendet worden ist. Es gibt wohl äh, hier und dort einige Abbildungen, auch in den Katakomben von Rom, aber es war nicht das Erkennungszeichen der Christen. Ähm, er hat das eher dazu gemacht. Er entscheidet sich, dieses Zeichen auf die Schilde seiner Soldaten malen zu lassen. Mit anderen Worten, Christus, der gott der christen soll jetzt zum schlachten in diesem bürgerkrieg werden dieses zeichen findet sich dann auch auf zeitgenössischen münzen wie hier dieses chi ist wie man sieht umgedreht so dass sich so ein logo entwickelt und sollte also jetzt nicht nur seiner eigenen armee sondern auch den Christen in Rom suggerieren, dass Konstantin mit Christus selbst kämpft und für die Christen kämpft. Was aber ist mit der weit verbreiteten Geschichte, er habe dort eine besondere Erscheinung am Himmel gesehen, eine Vision gehabt. Nun, die einzige Vision, von der uns Zeitgenossen... Berichten ist jene, die wir schon letztes Mal betrachtet haben, nämlich die aus dem Jahre 310. Wir haben ja gesehen, dass er dort wahrscheinlich so eine, einen Halo-Effekt gesehen hat in der Sonne, so ein Kreuz in der Sonne, was von ihm und von allen seinen Beratern als eine Vision des Sol Invictus, des Sonnengottes, des Apoll, gedeutet worden war. Woher kommt also diese Geschichte, er habe 312 eine Vision gehabt? Das ist auch Gegenstand unserer Geschichte und wir werden das in den kommenden Erfolgen noch weiter verfolgen und entschlüsseln. Wir haben ja schon gesehen, dass Konstantin selbst ein Meister der Propaganda gewesen ist. Wir können ja nicht einmal wirklich nachprüfen, ob er diesen Traum mit dem Hero wirklich gehabt hat oder ob er hier einfach aus machtpolitischem Kalkül entschieden hat. Eins ist sicher, die Welt glaubte für Jahrhunderte und glaubt zum Teil noch heute, dass hier Konstantin sich möglicherweise bekehrt habe, dass er Christ geworden sei. Aber von einer Bekehrung finden wir keine Spur, wir finden keinen Hinweis. Außer dieser Entscheidung, die Anfangsbuchstaben von Christus als Schlachtsymbol zu nehmen für einen Krieg, eine Echte Bekehrung sieht nach der Bibel ganz anders aus. Jesus hatte gesagt, dem Nikodemus in Johannes 3, Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Eine Bekehrung ist ein Neuanfang. Da geht das Leben nicht einfach so weiter. Man setzt nicht einfach irgendein Logo, ein Symbol auf seine Kleidung und zieht dann in dem gleichen Trott weiter. Nein, das Leben verändert sich völlig. Bekehrung hat etwas damit zu tun, dass man Schuld bekennt und lässt. Sprüche 28, Vers 13 sagt, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Bekehrung und Erlösung bedeuten, dass man erkennt, dass man Sünder ist, dass man Hilfe von Gott braucht und den Tod. Jesu, der stellvertretend für dich und für mich, lieber Freund, liebe Freundin, gestorben ist, diesen Tod anerkennt und Vergebung bekommt, dass man bereit ist, dann auch seine Sünden zu lassen und durch die Kraft Gottes auch ihm gehorsam zu sein. Deswegen sagt die Bibel: Ist darum, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das Denken, das Fühlen, der Charakter, alles beginnt sich Fundamental zu verändern, man tut auch andere Dinge. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist wahre Bekehrung. Es zeigt sich daran, dass man die Dinge tut, die Gott wohlgefallen, die Jesus selbst getan hat. Aber Konstantin hat aus politischen Gründen. Ein Zeichen, ein christliches Zeichen auf die Kriegsausrüstung seiner Soldaten malen lassen, mit der Behauptung, er habe im Traum diesen Auftrag erhalten. Das ist alles, was in jener Nacht passiert ist, wenn es überhaupt diesen Traum gegeben hat. Was wir nicht beweisen können, wir können es aber auch nicht widerlegen. Deswegen können wir das ähm, offen halten. Maxentius war in seiner Stadt. So unsicher, dass er etwas tat, was er bei der Belagerung des Severus und des Galerius niemals getan hatte. Etwas, das letztendlich auch dem Konstantin in die Hände spielte. Er zog mit seinem Heer aus der Stadt heraus. Vielleicht hätte Konstantin Rom nie wirklich erobern können. Aber Maxentius hatte Angst, dass möglicherweise die Bewohner der Stadt ihn ausliefern könnten. Und so wollte er... Dieses Risiko umgehen und in einer offenen Feldschlacht Maxentius, äh, Konstantin besiegen. Es war der 28. Oktober, auf den Tag genau sechs Jahre, nachdem Maxentius sich in Rom die Macht erobert hatte. Ähm, wir hatten das ja das letzte Mal angeschaut. Er hat sogar noch die sibyllischen Bücher äh, konsultiert und ein Orakel habe ihm angeblich prophezeit, dass an jenem Tag der Feind Roms getötet werden würde. Das war, wie so oft natürlich, wenn es, das, wenn es überhaupt der Wahrheit entspricht, diese Anekdote, ein sehr, ähm, sehr vages, eine sehr vage Vor äh, Vorhersage, die man im Nachhinein immer so drehen konnte, wie man wollte. Aber so kam es am 28. Oktober 312 zur berühmten Schlacht an der milvischen Brücke. Maxentius ist also mit seinem Heer aus Rom gezogen und daher ja vorher die Brücken abgebrochen hatte, inklusive der Milwischen Brücke, die es also eigentlich so gar nicht gab, musste jetzt eine Brücke konstruieren. Vermutlich war es eine Schiffsbrücke, mit der er jetzt seine Soldaten über den Tiber äh, übersetzen ließ. Und es war eine solche Schiffsbrücke, die sich später dann als äh, sehr wenig belastbar äh, er, erwies. Wir haben schon gesehen hier auf der äh, Karte, wo die Milwische Brücke ist. Und wir sehen hier... Bei dieser gekreuzten roten äh, Stelle, dort fand die eigentliche Stadt, äh, die Schlacht statt, also gar nicht direkt an der Milwischen Brücke, sondern äh, ein paar Meilen weiter nördlich. Und erst als dann Konstantin die Oberhand behielt und äh, die äh, Truppen von Maxentius zurückwichen, ist es dazu gekommen, dass man sie in den Tiber hineingestoßen hat, weil eben diese Schiffsbrücke nicht dazu ausreichte, die zurückweichenden äh, Verteidiger Roms äh, über den Tiber zu bringen. Und wir haben einen Bericht äh, dieser ganzen Schlacht bei Lactans in seinem Buch über die Todesarten der Verfolger. Es heißt hier, im Traum wurde Konstantin aufgefordert, das himmlische Zeichen Gottes auf den Schilden anbringen zu lassen und dann die Schlacht zu beginnen. Das ist das, was wir gerade gesehen haben, dieses Hiro. Er kam dem Befehl nach und indem er den Buchstaben Hi waagerecht legte und die obere Spitze umbog, zeichnete er Christus auf die Schilde. Lactans war ein Christ. Aber Lactanz wusste zu diesem Zeitpunkt nichts von irgendeiner Vision, die sich ja herumgesprochen hätte. Die Hand Gottes waltete über dem Schlachtfeld. Schrecken befiel das Heer des Maxentius. Er selbst wandte sich zur Flucht und eilte zur Brücke die teilweise abgebrochen worden war. Die Menge der Flüchtenden stürzte ihm nach und drängte ihn in den Tiber und so war endlich der erbitterte Krieg zu Ende und Konstantin wurde unter großen Freudenbezeugung von Senat und Volk als Imperator begrüßt. Hier sehen wir äh, zeitgenössische Darstellung, eine zeitgenössische Darstellung, die dann auf dem Triumphbogen von Konstantin abgebildet worden ist und hier eines dieser berühmten späteren Schlachtengemälde die Christen glaubten wirklich also, dass Konstantin hier für sie kämpfen würde und nahmen ihn begeistert auf. Konstantin hat dann in Rom einen Triumphzug gefeiert und zwar mit dem Kopf des Maxentius. Also äh, eine sehr grausame Sache. Er hat sich aber, das ist sehr interessant, geweigert, dort auf dem Kapitol dem Jupiter zu opfern. Er wollte also äh, hier nochmal deutlich machen, dass er das mit dem Christentum durchaus ernst meinte, obwohl er selbst, das werden wir noch sehen, gar kein Christ zu diesem Zeitpunkt war. Allerdings haben etliche der Heiden in Rom ihm das sehr übel genommen und sich äh, gefragt, warum er dem Jupiter nicht opfern wolle. Er hat dann auch den Kopf des Maxentius nach Afrika gesandt, um dort auch, in Nordafrika, das ja auch zum Herrschaftsbereich des Maxentius gehört hatte, deutlich zu machen, dass er jetzt der neue Herrscher sei. Er hat dann Rom entmilitarisiert, alle noch verbleibenden Prätorianer und äh, Soldaten weggeschickt, um dort die Gefahr zu bannen und hat im Senat dann sich gerechtfertigt, warum er diese Stadt erobert habe: nämlich Maxentius sei ein Tyrann. Gewesen auch hier wieder die Propaganda des Konstantin, die sehr deutlich zu sehen ist. Er hat allerdings, und das zeigt, dass das Folge eben doch auch zum Teil Propaganda war, die Beamten des Maxentius durchaus eingebunden. Es war wohl also gar nicht alles schlecht, was Maxentius so getan hatte. Es gab keine Stunde Null, keinen Neuanfang, sondern vor allem eigentlich nur einen neuen Herrscher. Und Konstantin hat das Ganze dann entsprechend propagandistisch begründet. Er hat dann auch den Senat sehr gefördert. Das war natürlich eine sehr kluge Entscheidung. Und die haben dann entschl sich entschlossen, ihn, Konstantin, der bis zu diesem Zeitpunkt jetzt erstmal noch nominell Caesar gewesen war, zum Augustus zu machen. Und zwar zum allerersten Augustus. Noch vor Licinius und vor maximin da ja konstantin hatte also genau das bekommen was er sich wohl offensichtlich gewünscht hatte und die basilika die maxentius hatte bauen lassen die aber immer noch nicht ganz fertig war die wurde jetzt ihm dem konstantin geweiht dort wurde dann auch ein zehnmal größeres also ein, ein, ein bild von ihm aufgestellt das zehnmal größer war als er selbst eine Monumentalstatue von Konstantin, von der wir noch hier auf dem Bild so einen abgebrochenen Kopf kennen, der heute in Rom in den kapitolinischen Museen ausgestellt ist. Hier haben wir die... Basilika, die heute noch zu sehen ist, die auch heute wieder Maxentius Basilika heißt, weil sie ja von ihm erbaut worden ist, die aber dann jetzt dem Konstantin geweiht war und dort in dieser riesigen Halle dieser Basilika wurde diese gigantische Statue von ihm aufgestellt. Das Problem war natürlich, dass ein Bürgerkrieg eigentlich nicht besonders ruhmvoll ist. Man hat ja gegen Römer gekämpft, aber die Lobredner von Konstantin haben auch da wieder einen Twist hingekriegt und das Ganze umgedreht. Hören wir, was sie sagen. Alexander der Groß errang seine Siege über die wankelmütigen Perser. Unkriegerische Syrer, Pfeile schießende Pater, Bewohner Asiens, die für ihr Sklavenleben nur einen neuen Herrn bekamen. Du aber musstest deinen Sieg über Soldaten erringen. Mit anderen Worten, ein Sieg über Römer ist noch viel ruhmvoller als über Fremde. Du aber, ja, die kurz vor noch Römer gewesen waren, mit allen Waffen der ersten Bürgerklasse ausgerüstet. Im Bewusstsein ihres Frevels waren sie entschlossen, niemals zu weichen, es sei denn im Tod. Glaubst du, wir wüssten nicht, dass du, als dich feuriger Kampfesmut mitriss, mitten unter die Feinde geraten bist und so, wenn du dir nicht durch Mord und Gemetzel einen Weg zurückgebahnet, gebahnt hättest, beinahe die Hoffnung der gesamten Menschheit betrogen hättest, als seine Feinde niedergemacht oder in die Flucht geschlagen waren und auch ihr Anführer tot war, haben da nicht deine Begleiter unter Tränen nach dir gegriffen, haben sie dich nicht erleichtert umarmt, deine keuchende Brust, die blutbesudelten Hände und alles übrige, was von dir aus dem Blutbad des Mordens emporgetaucht war, das klingt nicht so, als ob hier jemand ganz frisch Christ geworden ist. Nun sah die Sache also so aus: Konstantin war der erste Augustus und Licinius und Maximin da ja weiterhin Augustus. Konstantin hatte jetzt den gesamten Westen unter sich und er förderte die Christen. Zum Beispiel mit einem Bau, der bis heute die Weltgeschichte prägt, nämlich die berühmte Laterankirche bis zum heutigen Tag, die Eigentliche Hauptkirche, nicht der Vatikan, sondern der Lateran des äh, römisch-katholischen Papsttums. Die Laterankirche heißt deswegen Laterankirche, weil das Grundstück ursprünglich einem gewissen Plautius Lateranus hörte. Zuletzt hatten dort äh, Soldaten des Maxentius kampiert und genau dort äh, schenkt jetzt der Konstantin der Kirche einen. Ein Grundstück, um dort eine Kirche zu bauen. Und zwar die größte Kirche, die es bis dahin jemals gegeben hat. Sie wird auch von Konstantin reich beschenkt. Er möchte, dass die Christen wissen, dass er in sie investiert. Interessant ist allerdings, dass die Kirche wie ein heidnischer Tempel, Achtung, zur sonne ausgerichtet wird nach osten und von, dem, von der architektur eher an eine kaiserliche audienzhalle erinnert wie zum beispiel es konstantin aus trier kennt also wenn man die ursprüngliche anlage der laterankirche vergleicht mit der basilika in trier sieht man ganz deutlich dass das eigentlich vorbild gewesen ist also die der kaiserliche oder die kaiserliche Ideologie und die Sonnenideologie mischen sich hier zu einem frühen Zeitpunkt spürbar in diesen Kirchenbau. Es gibt eine Rekonstruktion vom Project Lateran und die sieht ungefähr so aus, wo man sehen kann, wie diese Laterankirche ursprünglich einmal ausgesehen haben muss. Die Laterankirche war aber nicht die einzige. In die Konstantin investiert hat. Er hat jetzt begonnen, massiv Kirchen bauen zu lassen, vor allem in Rom und äh, drumherum. herum. Auch in Afrika sollten die Christen ihre bisherigen Güter alle zurückerhalten. Und er hat sich auch an den Osten, an Maximin Dayer gewandt und sehr autoritativ das Ende der Verfolgung gefordert. Also es ist ohne Frage, Konstantin hat die Christen sehr gefördert, mehr als irgendjemand zuvor. Er hat sie nicht nur toleriert, er hat sie sehr ähm, privilegiert und hat sich für sie eingesetzt. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, warum bis zu diesem Zeitpunkt können wir sehen, er selbst ist kein Christ. Er tut das vor allem offensichtlich aus machtpolitischen Erwägungen. Anfang 313 kam es dann in Mailand zu einem wichtigen und berühmten Treffen, nachdem Konstantin ein paar Monate in Rom zugebracht hatte, ist er nach Norden gereist und hat dort Licinius getroffen. Die beiden waren ja verbündet und ähm, dieser Bund wurde jetzt offiziell bekräftigt. Licinius hat tatsächlich die Schwester von Konstantin, die Konstantia, geheiratet. Und Konstantin hat Licinius auch davon überzeugt, im Osten dieselben prochristlichen Maßnahmen durchzuführen, wie er sie jetzt im Westen verkündigt hatte. Und man verabredet auch, dass Licinius den Maximin Daya besiegen soll und dann über den Osten regieren soll. Besonders wichtig ist allerdings dieses Treffen geworden durch ein Schreiben, das sie beide verfassen, und das uns sowohl bei Eusebius in einem kleinen äh, Ausschnitt, äh, ein kleiner Anfang davon, als auch bei laktanz überliefert worden ist. Und weil das so wichtig ist, lesen wir das Zitat komplett. Es ist etwas länger, aber es hatte äh, auch große Bedeutung für die Weltgeschichte gehabt. Und zwar heißt es hier, in der Erkenntnis, so sprechen die beiden äh, Kaiser, dass die Religionsfreiheit nicht verwehrt werden dürfte dass es vielmehr einem jeden gemäß seiner Gesinnung und seinem Willen verstattet sein solle, nach eigener Wahl sich religiös zu betätigen haben wir bereits früher Befehl erlassen, auch den Christen das Schutzversprechen für ihre Gemeinschaft und ihren Kult sorgfältig angedeihen zu lassen. Es geht also um die Tolerierung der Christen und allgemeine Religionsfreiheit. Da aber in jenem Reskripte, worin ihnen diese Freiheit zugestanden wurde, viele und verschiedenartige Bedingungen ausdrücklich beigefügt erschienen, so ließen sich viele, manche von ihnen nach kurzer Zeit von solcher Beobachtung abdrängen. Und jetzt kommt der große Hauptteil noch, der uns bei Laktanz überliefert wird, auf Latein, wahrscheinlich dem Original nachdem wir nämlich ich Kaiser Konstantin wie auch ich Kaiser Licinius Glücklich in Mainland zusammengekommen waren und über alles berieten, was dem Wohl und der Sicherheit des Staates dient, glaubten wir neben dem Übrigen, dass wir sehr vielen Menschen zum Nutzen gereichen sahen, ganz besonders den Bereich regeln zu sollen, der sich auf die Verehrung der Gottheit bezog, um sowohl den Christen als auch allen anderen die uneingeschränkte Möglichkeit zu geben, die Religion auszuüben, die ein jeder wollte, damit jede Gottheit in ihrer himmlischen Wohnung uns und allen, die unter unserer Herrschaft leben, gewogen und gnädig sein kann. Deshalb lauten wir folgenden Entschluss in vernünftiger und völlig richtiger Erwägung fassen zu sollen, dass wir überhaupt niemandem die Möglichkeit versagen zu dürfen meinten, der entweder dem Kult der Christen oder der Religion seine Aufmerksamkeit schenkte, die seiner persönlichen Auffassung nach für ihn die geeignetste ist. Sodass uns die höchste Gottheit, das ist ein Begriff, den wir oft jetzt noch finden werden, die Summe Divinitas, das ist dieser... Ähm, monotheistische Sammelbegriff, unter dem sich alles zusammenfassen lässt, auch das Christentum. Für Konstantin und Licinius geht es darum, diese oberste Gottheit, die jeder für sich frei definieren kann, dass die ähm, geehrt wird. Lesen wir weiter. Deren Verehrung wir aus freiem Herzen obliegen, in allem ihre gewohnte Huld und Gnade gewähren kann. Es gibt also Religionsfreiheit für jeden und die beiden selbst äh, berufen sich auf die höchste Gottheit, die so ein bisschen so quasi. Ökumenisch äh, in, äh, in einem gewissen Sinne äh, verstanden wird. Darum mag deine Ergebenheit wissen, wir hätten beschlossen, dass nach der ausnahmslosen Aufhebung aller Bestimmungen, die in früheren an deine Dienstbefissenheit gerichteten Schreiben über den Namen der Christen enthalten waren, alles, was offensichtlich ganz und gar ungünstig war und unserer Milde widersprach, gestrichen wird. Und dass nun frei und offen ein jeder von denen, die eben die Absicht haben, der Religion der Christen anzuhängen, ohne jede Beunruhigung und Belästigung seiner Person gerade dem anhängen kann. Und das glaubten wir darüber hinaus hinsichtlich der rechtlichen Stellung der Christen festsetzen zu müssen, dass wenn irgendwelche Leute dieselben Städten, an denen sie vorher zusammenzukommen pflegten, also Kirchen zum Beispiel. Und über die auch in dem an deine Dienstbeflissenheit gerichteten Schreiben früher eine bestimmte Verfügung enthalten war. In der Vergangenheit auf irgendeine Weise entweder von unserem Staatsschatz oder von sonst irgendjemandem käuflich erworben zu haben scheinen, sie dieselben den Christen unentgeltlich und ohne jede Rückforderung des Kaufpreises zurückzugeben und dabei auf jede Irreführung und Spitzfindigkeit verzichten. Mit anderen Worten, die Christen sollen ihre Kirchen und ihre Güter wieder erhalten. Auch wer sie durch Schenkung in seinen Besitz gebracht hat, der soll sie in ähnlicher Weise dem, den nämlichen Christen unverzüglich zurückgeben. Und auch die Käufer oder die Beschenkten sollen, wenn sie irgendeine Entschädigung an unserem Wohlwollen erhalten wollen, ihre Forderung an unseren Stellvertreter richten, damit auch für sie durch unsere Milde gesorgt wird. Es gab also rechtliche Probleme. Was ist, wenn ein, ein Grundstück von den Christen konfisziert worden ist und dann weiterverkauft worden ist und weiter verschenkt worden ist? Und die Kaiser sagen hier, dass sie selbst diesen äh, Menschen dann eine Entschädigung zahlen möchten, damit ja nur die Christen ihr äh, Gut wiederbekommen. Das alles wird man der Körperschaft der Christen, der Corpori Christianorum, also es gab ein Christianorum, es gab also so eine Organisation der Christen offensichtlich, durch dein Eingreifen unverzüglich und ohne Aufschub übergeben müssen. Und da die nämlichen Christen... Bekanntermaßen nicht nur die Städten, sondern auch andere besaßen, die zum Recht ihrer Körperschaft, das heißt der Kirche, nicht zu dem von Privatpersonen gehören, so wirst du das alles gemäß dem oben angeführten Gesetz, ganz ohne jede Ausflucht oder einen Einspruch den nämlichen Christen, das heißt ihrer Körperschaft und ihren Versammlungsstätten, zurückgeben lassen, natürlich unter Beachtung der oben angeführten Bestimmung, dass diejenigen, die diese Städte, wie gesagt, unentgeltlich zurückgeben, Entschädigung von unserem Wohlwollen er hoffen dürfen es gab also güter die der organisation der kirche gehört haben auch die sollten hier zurückgegeben werden in all diesen angelegenheiten wirst du der oben genannten körperschaft der christen deine nachhaltigste vermittlung angedeihen müssen auf dass unser befehl unverzüglich umgesetzt wird damit auch in diesem punkte durch unsere milde für frieden im staat gesorgt wird auf diese weise wird wie oben dargelegt die göttliche huld uns gegenüber die wir in solch bedeutenden angelegenheiten erfahren durften alle Zeiten gnädig für unsere Unternehmung zusammen mit dem Glück des Staates erhalten bleiben und damit endet es hier. Damit aber der Wortlaut dieses unseres wohlwollenden Beschlusses zur Kenntnis aller gelangen kann, wird es sich für dich empfehlen, dieses Schreiben durch einen Erlass von dir überall öffentlich bekannt zu machen und zur Kenntnis aller zu bringen, damit die Verfügung dieses unseres wohlwollens nicht verborgen bleiben kann. Ein langes Zitat, das aber sehr berühmt geworden ist, denn es handelt sich um das sogenannte Meilender. Edikt, obwohl es in Wirklichkeit natürlich gar kein Edikt ist, wie wir sehen. Es handelt sich nämlich um einen Brief an einen Stadthalter. Deswegen wird immer eine Person angesprochen. Diese Person, äh, dieser Stadthalter, soll dann die entsprechenden Bestimmungen veröffentlichen in Edikten in, seiner eigenen, äh, in seinem eigenen Herrschafts- und äh, Verwaltungsbereich. Dieser Brief ist wohl von Licinius äh, geschrieben worden, auch im Namen von Konstantin. Und was wir hier deutlich sehen ist, die Christen erhalten wieder überall ein Recht auf Gottesdienst. Und sie sollen ihre konfiszierten Güter zurückerhalten. Diese Tolerierung bestätigt allerdings nur, was im Westen schon längst zum Teil seit Jahren, vor allem in Britannien und Gallien ja schon seit 306, gängig ist. Es ist eigentlich eine Bestätigung dessen, was auch Galerius schon ähm, angeordnet hatte, 311, äh, etwas weitergehen noch als Galerius natürlich. Aber auch dieses Edikt ändert nichts daran, dass im Osten weiter... Verfolgt wird. Also, auch dieses sogenannte Mailander Edikt ist noch nicht das Ende der Verfolgung. Man muss sich also nochmal bewusst machen, dass auch Kaiser, äh, Kaiser Konstantin keinesfalls Rom erobert hat, um dort die Christen zu befreien, denn die waren ja schon längst frei. Sie waren schon seit 306 frei und sie hatten auch schon seit 312 alle konfiszierten Güter zurückbekommen. All diese Bestimmungen hier im sogenannten Mailander Edikt betreffen, betreffen De facto, den Osten, also den Balkan, dort konnten sie umgesetzt werden. Und weiter im Osten, in Kleinasien, konnten sie noch nicht umgesetzt werden, weil Maximin Daya natürlich gar nicht daran dachte, diese äh, Bestimmungen umzusetzen. Er ist dann, dieser Maximin Daya, aus Syrien nach Kleinasien gereist. Er hat natürlich von dieser ganzen Sache Wind bekommen und wusste, er muss jetzt gegen Licinius. Er hat seine Truppen ziemlich gehetzt, die waren dann ziemlich erschöpft, hat sie durch Kleinasien getrieben und ist dann über den Bosporus nach Europa übergesetzt, hat dort ähm, Byzantion angegriffen, das ist die Stadt direkt am Bosporus, die alte griechische Gründung Byzantion. Und diese Stadt und auch Herakleia haben kapituliert. Maximin Daya stand jetzt also auf europäischem Boden und Licinius musste sich beeilen, um ihm entgegenzugehen. Es ging jetzt um die Entscheidungsschlacht dort in Thrakien in Südosteuropa. Es war das Frühjahr 313. Konstantin derweil war jetzt der einzige Kaiser im Westen, der mächtigste und vielleicht insbesondere auch bei den Christen der beliebteste. Und berühmteste. Er hat sich jetzt auch eingesetzt, um mit seiner kaiserlichen Autorität den Christen zu helfen. Nicht nur hat er ähm, Bauten für sie veranlasst, er schreibt jetzt auch an den Bischof von Karthago, also in Nordafrika, und sagt folgendes, die Kleriker, das heißt die Priester und Bischöfe, die also äh, hauptverantwortlich die Kirchen leiten, sollen Geld für ihren Dienst erhalten aus der Staatskasse und sie sollen von allen öffentlichen Diensten befreit werden. Dass die Christen den Konstantin geliebt haben, äh, viele von ihnen, kann man leicht sehen. Sie bekamen plötzlich finanzielle Vorteile. Aber war das wirklich das, was das Christentum brauchte? Waren diese politischen Manöver ein Segen für das Christentum? oder eher ein Mittel, um das Christentum zu politisieren. In gewisser Weise drängen sich Parallelen auf, auch, auch zu Ereignissen in den letzten Jahren, zum Beispiel in den USA, wo man ganz ähnliche Phänomene im Ansatz beobachten konnte, beobachten konnte ohne das hier im Detail vertiefen zu wollen. Hier in Karthago schwelte immer noch seit Jahren dieser Konflikt in der Kirche zwischen der einen Partei, die der Meinung war, dass abgefallene Christen, die in der Verfolgung schwach geworden waren, dass man sie nicht ohne weiteres wieder in die Kirche aufnehmen dürfte, und den anderen, der anderen Partei, die der Meinung war, doch das soll man unbedingt tun und sie alle wieder aufnehmen. Konstantin, der sich so für die Christen einsetzt und sie so förderte, war der Meinung, mit seiner Autorität als Kaiser auch hier in dieser innerkirchlichen Angelegenheiten jetzt eingreifen zu können. Die Vertreter der strengen Partei wandten sich an ihn mit einem Schreiben und beschuldigten den Bischof von Karthago, den Kaikilianus, dass er zu lax sei. Das bemerkenswerte und für unsere historischen Zwecke hier sehr entscheidende Detail ist, dass diese Christen in Karthago den Konstantin nicht als Christen ansprechen. Es wäre ja das aller selbstverständlichste gewesen, wenn er tatsächlich Christ geworden wäre, ähm, in diesen Ereignissen um die Schlacht von Rom, dass sie ihn als Christ ansprechen und als, ähm, wenn vielleicht auch sehr hochgestellten Bruder im Herrn, einladen, dieses ganze Problem zu lösen. Aber sie sprechen ihn als römischen Kaiser an und berufen sich auf seine milde Haltung eines äh, Staatsvaters sozusagen. Das ist ein sehr wichtiges Zeugnis, weil es noch frei ist von der späteren Geschichtsschreibung, die dann alles sozusagen ähm, aus der späteren Perspektive sieht. Ähm, die Christen äh, im Jahre 313 in Nordafrika haben Konstantin nicht als Christen Gesehen. Derweil kam es jetzt in Thrakien auf dem Balkan zur eigentlichen Entscheidungsschlacht um das Schicksal der Christen im Osten. Nicht die Schlacht an der Milwischen Brücke äh, war jetzt die entscheidende ähm, Schlacht, um die Christenverfolgung zu beenden, denn dort in Rom ging es überhaupt gar nicht um die Beendigung der Christenverfolgung. Dieses Anliegen war jetzt hier auf dem Schlachtfeld in Thrakien ganz gegenwärtig. Licinius stand für die Politik der Toleranz und der Tolerierung. Interessanterweise, und auch das ist höchst bezeichnend und leider so gut wie gar nicht bekannt, hat auch der Licinius behauptet, direkt vor der, vor der Schlacht am 30. April 313 eine Vision gehabt zu haben. Und zwar eine Vision des Höchsten Gottes, Summus Deus, Diese, dieser Begriff, den wir schon in dem sogenannten Toleranzedikt von Mailand äh, gesehen haben. Auch er behauptet, einen Traum gehabt zu haben und der höchste Gott, eine Formulierung, die die Christen für sich in Anspruch nehmen konnten, aber auch mit der die Heiden gut leben konnten, vor allem, wenn sie dieser Staatsreligion des Sol Invictus, des höchsten Sonnengottes, des unbesiegbaren Sonnengottes anhängen. Und so hat Licinius seine Soldaten aufgefordert, ein monotheistisches Gebet zu beten. Also. Er war genauso wie Konstantin, nicht mehr für den alten römischen Kult mit Jupiter und Mars zu haben, sondern seine Ideologie war wie bei Konstantin so eine, die so äh, monotheistisch verschmelzend war, dass die Christen sich angesprochen fühlten, aber dass auch die Heiden nicht den Eindruck hatten, dass sie unbedingt Christen werden müssen. So wie Konstantin dieses Christuszeichen auf die äh, Schilde malen lässt, so lehrt er seine Soldaten ein monotheistisches Gebet. Auf der Gegenseite haben wir Maximin Daya und der steht für das Gegenteil. Er schwört vor der Schlacht bei Jupiter, dem höchsten Gott des äh, römischen alten Pantheon, dass er, wenn er gewinnt, das Christentum ausrotten will. Die Gefahr für das Christentum war nicht. Gebannt. Weder nach der Schlacht an der milvischen schon gar nicht äh, nach dem Brief von Galerius und auch nicht nach dem sogenannten mailänder Edikt. Maxi Wenn Maximin da ja diese Schlacht gewonnen hätte, wäre die Christenverfolgung weiter gegangen. Eigentlich interessant, dass obwohl diese Periode so oft äh, studiert wird, solche Details oft vernachlässigt werden. Das liegt immer wieder auch an der prokonstantinischen Propaganda, die auch in der Geschichtsschreibung manchmal nur allzu leicht äh, aufgenommen worden ist. Es kam jetzt also zur Schlacht. Licinius hatte nur 30.000 Soldaten, Maximin daher über doppelt so viele. Allerdings waren die durch den langen Marsch aus Syrien über Kleinasien ähm, sehr erschöpft. Zudem waren sie im Winter da durch Anatolien gezogen. Und entsprechend gelang es Licinius in dieser eigentlichen Entscheidungsschlacht, ähm, den Sieg zu erringen. Maximin Daya ist als Sklave verkleidet vom Schlachtfeld gezogen und hat sich dann nach Kleinasien äh, zurückbegeben. Er hat sich zuerst hier in Nicomedia kurz aufgehalten und ist dann über Kappadokien hier zur Kilikischen Pforte äh, vorgerückt, dort zu den Pässen im Taurusgebirge. Um das Einfallstor in die, nach Mesopotamien und in die Levante, nach Syrien zu sichern. Nikinius war dort äh, eine Zeit lang erstmal noch. In äh, Nikomedia ist ihm also gefolgt, hat sich dann Nikomedia aufgehalten und hat äh, durchgegriffen. Die Witwe von Galerius, die damals Galerius ihm anvertraut hatte, verurteilt er zum Tode. Es ist ganz klar, diese neue Allianz Konstantin und Licinius will sich in gewisser Weise auch von den alten Herrschern deutlich distanzieren. Die Witwe von Galerus kann aber fliehen, wird also nicht exekutiert. Dafür werden sowohl die Söhne von Galerus als auch von Severus, äh, dem alten äh, Kaiser im Westen, der dann äh, gestorben ist, äh, vor einigen Jahren umgebracht worden ist. Sie werden umgebracht. Währenddessen äh, konnte Maximin Daya ja die Tauruspässe nicht halten, zieht sich zurück nach Tarsus, die Stadt, äh, aus der ja Jahrhunderte zuvor, der berühmte Paulus stammte und dort in Tarsus war er jetzt äh, helferlos, mittellos, besiegt und so krank, dass er schon fast tot war. Hier wiederholt sich so ein bisschen auch die Geschichte von Galerius und jetzt in diesem verzweifelten Zustand, ohne Hoffnung und ohne Perspektive, stimmt Maximin daher als letzter. Kaiser der Tolerierung des Christentums zu. Und damit endet, Achtung, diese große Verfolgung im Jahre 313 nach exakt zehn Jahren. Es lohnt sich, die Quellen genau zu studieren. Es lohnt sich, die Geschichte genau chronologisch nachzuverfolgen und nicht einfach auf die eine oder andere populärwissenschaftliche Darstellung zu vertrauen. Das Wort Gottes hatte exakt recht behalten nicht acht jahre nicht neun sondern exakt zehn jahre lang war diese schwere verfolgung gewesen natürlich nicht überall im reich die ganze zeit aber dort wo es die meisten christen gab die größten christlichen zentren antiochia und alexandria im osten gingen sie genau diese vollständige zehn jahre und das ist nicht ohne grund denn in der Bibel heißt es hier in Offenbarung 2, Vers 11, dass diese Vorhersage vom Heiligen Geist inspiriert war. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Die Christen damals und auch gläubige Christen heute sind davon überzeugt, dass man dem Wort Gottes trauen kann, dass auch die Prophezeiung des Wortes Gottes sich buchstäblich erfüllen, weil dort nicht einfach nur Menschen schreiben, sondern weil der heilige Geist selbst zur Gemeinde, zum Gläubigen direkt spricht, lieber Freund, liebe Freundin, wenn du in der Bibel liest, darfst du wissen, dass der heilige Geist persönlich zu dir spricht. Und daran haben sich die Christen damals festgehalten. Das heißt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Ja, viele von ihnen sind gestorben, aber sie wussten, wenn sie in Christus Jesus sterben, im Glauben an Jesus, wird er sie eines Tages von den Toten auferwecken und wird ihnen ewiges Leben geben. Denn er hatte verheißen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und deswegen haben sie ihn, den Satan überwunden, wie Offenbarung 12, Vers 11 sagt. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes, sein Bild für das für den kreuzestod von jesus und um des wortes ihres zeugnisses willen und haben ihr leben nicht geliebt bis in den tod hier wird deutlich worin dieses überwinden besteht es besteht darin an jesus zu glauben der am kreuz von golgatha für mich und für dich und für alle unsere schuld gestorben ist und dafür auch öffentlich einzustehen es zu bekennen ein zeugnis zu geben die menschen damals mussten oftmals die christen damals ihr zeugnis mit ihrem eigenen leben bezahlen das wort zeugnis martyrium machte aus ihnen Märtyrer. Ein Märtyrer war buchstäblich, wörtlich jemand, der ein Zeugnis ablegte. Der das Zeugnis ablegte, dass er Gott mehr vertraut als Menschen. Dass Gottes Liebe so wertvoll für ihn ist, dass er bereit war, sein Leben zu geben, weil er wusste, dass Jesus ihm ewiges Leben schenkt. Diese Botschaft der zehn Tage, also zehn Jahre währenden Verfolgung in Offenbarung 2, Vers, 8, äh, Vers 10, wird eingeleitet. Wenige Verse zuvor in Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte. Anderswo wird er genannt, Alpha und Omega. Der, das A und das O. Der Erste und der Letzte, Jesus Christus, der tot war und lebendig geworden ist, der selbst den Tod erlebt hat und von den Toten auferstanden ist. Ja, der den Tod besiegt hat, weil er nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist und der deswegen jedem treuen Nachfolger das ewige Leben schenken kann, auch wenn wir sterben. Er hatte gesagt in dieser Botschaft, in Vers 9, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Jesus war bei ihnen in dieser schweren Verfolgung. Du bist aber reich. Vielleicht nicht reich an weltlichen Gütern, es wurde ihnen alles weggenommen, aber sie waren reich. Am Glauben und reich an Erfahrung mit Gott. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Dieser letzte Satz braucht ein bisschen Erklärung, weil er uns auch hilft, dann die weiteren Entwicklungen besser zu verstehen. Die Bibel spricht hier nicht von Juden im ethnischen Sinne. Die Offenbarung ist ein symbolisches Buch und muss geistlich auch verstanden werden. Schon Paulus sagte in Römer, denn nicht der ist ein Jude im Sinne des Evangeliums, der es äußerlich ist, auch ist nicht, dass die Beschneidung die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Die Offenbarung spricht also hier nicht von bösen Juden in einem ethnischen Sinne, sondern von Menschen, die eigentlich behaupten, eine Bekehrung erlebt zu haben, also ähm, von Christen eigentlich. In Galater 6, Vers 16 werden auch nicht jüdische, also nicht israelitische, Christen, heidnische Christen, also sozusagen also eine andere Nationalität angehörige Christen, werden hier als Israel Gottes bezeichnet, als geistliches Israel. Das ist eine Idee, die im Neuen Testament immer wieder aufkommt, dass, die eigentlich aus dem Alten Testament auch schon stammt, dass, ähm, dass der eigentliche Begriff Israel die Beziehung zu Gott und zum Erlöser ausdrückt. Das heißt über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Mit anderen Worten, dort wird also in der Offenbarung vor Menschen gewarnt, die den ähm, Anspruch erheben, Christen zu sein, aber in Wirklichkeit etwas anderes tun. Und zwar schon in der Zeit der Verfolgung. Wir werden das nächste Mal auch sehen, wie es schon in der Zeit der Verfolgung einzelne Strömungen gab im Christentum, die jetzt in der Zeit der Freiheit an die Oberfläche treten würden. In Offenbarung 2. Und Vers hatten wir gesehen. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etlich von euch ins Gefängnis werfen und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Die nächste Botschaft an die Gemeinde nach dem Ende der zehn Tage, der zehn Jahre, ist in Offenbarung 2, Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Dieses scharfe, zweischneidige Schwert ist nichts anderes als das Wort Gottes. Jetzt, wo Freiheit und, äh, und Tolerierung die Christen äh, erleben durften, würde sich entscheiden, ob sie weiter treu zum Wort Gottes stehen, das lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist, das ihn durchdringt bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens würden die Christen treu zu ihrer Botschaft bleiben, wenn man sie Fördert, wenn man ihnen Geld schenkt, wenn man sie politisch einbindet. Sie waren treu geblieben, als man sie gejagt hatte, als man sie verfolgt hatte, als man sie gefoltert und getötet hatte. Würden sie treu bleiben, wenn man sie weltlich erhöhen würde? Maximin Daya, so sagen uns die Quellen, ist wohl in seinen letzten Lebenstagen buchstäblich verrückt geworden. Er stirbt entweder durch Gift oder durch eine schwere Krankheit. Das lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Es gibt einige Christen dann, die behauptet haben, er sei in seinen letzten Tagen noch äh, zum Schluss gekommen, sich an Jesus Christus wenden zu müssen. Ob das stimmt, kann man nicht verifizieren. Aber er starb auf jeden Fall. Und es blieben nur noch zwei Kaiser übrig. Im August 313 wurde das ganze Römische Reich nur noch beherrscht von Konstantin im Westen und Licinius im Osten. Es kehrt Frieden ein im Reich. Der Bürgerkrieg ist zu Ende und das Christentum ist völlig befreit. Überall haben sie völlige Freiheit. Sie halten alle konfiszierten Güter zurück, jetzt auch im Osten. Und während... Galerius, ja, seine Tolerierung damals noch damit begründet hat, dass es halt nicht so richtig funktioniert hat und dass er immer eher so milde ist, werden jetzt die ehemaligen Verfolgungsedikte explizit als falsch bezeichnet, zurückgenommen, juristisch ähm, aufgearbeitet sozusagen. Im Herbst war Konstantin wieder mit mehr alltäglichen Dingen beschäftigt. Am Niederrhein musste er wieder mal gegen Germanen kämpfen, konnte aber keine nennenswerten Siege erringen. Interessant ist, was hier ein Heide in einer Lobrede über ihn sagt. Er spricht hier über die höchste Gottheit, Sumus Deus. Diesen Begriff haben wir schon öfter gehört. Diese höchste Gottheit ist der Schöpfer und diese höchste Gottheit hat viele Namen in allen Sprachen und jedes Volk hat so seine eigene Bezeichnung für Gott, das ist die Idee. Aber nur dem Kaiser Konstantin habe sich diese höchste Gottheit direkt offenbart. Wir sehen hier, wie plötzlich eine Religion entsteht, eine Religionsideologie, der die Christen zustimmen können vermeintlich die allerdings die Idee, dass es nur einen Gott gibt, ganz, ganz subtil mit heidnischen Ideen verbindet und eigentlich vom Christentum wegführt? Auch propagandistisch ist äh, Konstantin weiter äh, erfindungsreich gewesen. Jetzt, nachdem äh, Maxentius und Maximian tot sind, lässt er das Gerücht verbreiten, jetzt erst. Dass Maxentius sogar gar nicht wirklich ein ehelicher Sohn von Maximian gewesen sei und also gar nicht von Maximian abstamme. Er lässt sogar die Ehefrau von Maximian, die noch lebt, öffentlich schwören, dass sie den Maxentius durch Ehebruch bekommen habe. Also eine ziemlich üble Nachrede, die hier sozusagen auf Druck des Konstantin entsteht. Licinius ist derweil in Antiochia und auch er löscht das Gedenken Maximin Dajas aus. Er will alles vernichten, was mit ihm zusammenhängt. Das, be das bedeutet auch, dass seine Frau, also die Frau von Maximin Daja, in den getötet wird. Sie wird in den Fluss Orontes geworfen. Sie hatte selbst dafür gesorgt, dass viele christliche Frauen dort im Orontes Ertränkt worden sind und auch die Kinder von Maximin Daya werden alle getötet. Das ist nicht nur Vergeltung für die Christenverfolgung, das ist vor allem auch dynastisches, dynastisches Kalkül von Licinius, der alle Bewerber auf den Thron ausschalten möchte. Auch die anderen Verfolger, die sich einen, einen negativen Namen gemacht haben in dieser Verfolgungszeit, sterben alle. Polketius, ein Vertrauter von Maximin. Kulkanus, Kulkianus, der ehemals als Präfekt von Ägypten viele umgebracht hat, Fimilianus, der als Statthalter von Palästina in einer äh, Zeit der besonderen Verfolgung sehr viel äh, auf sich geladen hat, der Apollopriester, der wir erinnern uns an die erste Folge, dem Diokletian mit einem Orakelspruch dazu verleitet hat, die Christen überhaupt zu verfolgen, auch er wird umgebracht. Der Kurator von Antiochia, der ebenfalls äh, für den Tod vieler Christen verantwortlich gemacht hat, auch er wird umgebracht. Derweil beginnt in Rom eine Untersuchung über die Streitfragen der Christen in Nordafrika. Sie hatten sich gewünscht und entsprechend Konstantin auch gebeten, dass einige gallische Bischöfe ein Urteil fällen und eine äh, Entscheidung herbeiführen. Aber Konstantin dachte sich, es wäre doch eine ganz gute Idee, den Bischof von Rom mit einzubinden. Und entsprechend wurde jetzt diese ganze äh, Angelegenheit nach Rom vertagt und dort ausgefochten. Und äh, weitere 15 italienische Bischöfe sollten auch mit dabei sein. Wer waren die Hauptvertreter äh, in diesem Streit? Das war einmal natürlich Miltiades, der Bischof von Rom, der jetzt den Vorsitz äh, dieser äh, äh, Kommission hatte. Dann Kaikilianus, der Bischof von Karthago, der einigen in Nordafrika zu lax gewesen war und äh, den man auch beschuldigte, äh, nicht treu zur Wahrheit gestanden zu haben. Und äh, dann Donatus, äh, einer von der, denjenigen, die eine Wiedertaufe forderten für abgefallene Christen, dass man nicht einfach, so war die Argumentation, Sünder in die Gemeinde zurückholt und damit die Gemeinde schwächt. Nun, Konstantin hatte wohl gehofft, dass es hier wirklich zu einer inhaltlichen Debatte kommt. Er selbst hat vielleicht theologisch das gar nicht so wirklich durchdrungen möglicherweise. Ähm, er hatte gehofft, dass eine inhaltliche Debatte geführt wird, die dann äh, entsprechend äh, entschieden wird. Aber Miltiades... Hat das ganz anders gehandelt. Er hat durch technische Verfahrenstricks ähm, es erreicht, dass Caecilianus einfach freigesprochen worden ist. Und äh, man kann sich natürlich vorstellen, dass äh, die Donatisten, die jetzt nach diesem Donatus benannt worden sind, äh, mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden waren. Dona Donatus soll isoliert werden, das war so ein bisschen die Politik des Miltiades hat versucht ihn unter den Klerikern in Afrika zu isolieren. Währenddessen hat Ende 313 Licinius das Anklagewesen neu geregelt, das war ja in der Zeit der Verfolgung üblich gewesen, dass man zum Teil mit anonymen Anklagen Leute vors Gericht bringen konnte. Jetzt sollen falsche und anonyme Anklagen schwer bestraft werden. Also das eine juristische Aufarbeitung in gewisser Weise dieser großen Verfolgungszeit. Entweder Ende 313 oder 314, Datierung ist etwas unklar, musste Licinius dann noch in Anatolien gegen Perser kämpfen. Und am 31. Januar... Ähm, Gibt es einen neuen Bischof von Rom, Miltiades, der ja gerade noch mit seinen Verfahrenstricks aufgefallen war, war gestorben und der neue Bischof von Rom war ein gewisser, Silvest ein gewisser Silvester. Und ähm, über den werden wir noch erfahren, denn, mehr erfahren, denn äh, von ihm äh, stammt tatsächlich auch äh, das heutige Silvesterfest ab. Aber, aber wie es damit, äh, was es damit auf sich hat, werden wir noch in den nächsten Folgen sehen. Es wurde dann ein Konzil von Konstantin einberufen. Er war unzufrieden mit, den, äh, mit, der, mit der Entscheidung, die in, in Rom gefällt worden war bezüglich der nordafrikanischen Christen. Und es sollten jetzt alle Provinzen des Westens sich beteiligen. Ein sozusagen allgemeines Konzil. Alle Christen, die im Herrschaftsbereich von Konstantin waren, sollten zusammenkommen. Und zwar in Südgallien, in Arles. Und es sollten dort sich ähm, beteiligen. Konstantin selbst hat dafür gesorgt, dass alle äh, eine Freireise bekommen, eine Unterkunft und er hat selbst sogar als Laie sozusagen teilgenommen. Er hatte also, das muss man tatsächlich sagen, ein echtes Interesse an den Angelegenheiten der Christenheit. Man wird ihm nicht absprechen können, dass er eine ganz tiefe Sympathie für die Christen wohl auch gehabt hat. Möglicherweise geht das schon auf seinen Vater zurück, der ja auch nur sehr verhalten die Verfolgungsedikte umgesetzt hat äh, im Jahre 303. Er hat ein echtes Interesse, dass diese Frage gelöst wird. Aber dieses Konzil von Aal war nicht der Endpunkt in dieser Debatte. Zunächst einmal muss festgehalten werden, der ganze Westen war deutlich repräsentiert und es gab eine deutliche Entscheidung gegen die Donatisten, also zugunsten der in Anführungsstrichen Laxen-Partei, die einfach die abgefallenen Christen wieder aufnehmen wollte. Interessanterweise und auch das scheint wohl auf die ähm, Anwesenheit des Kaisers zurückzuführen zu sein, wird es den Christen jetzt erlaubt, in der Armee zu dienen. Nun, es gab auch vorher schon Christen in der Armee, aber offiziell war der Standpunkt der, der Christenheit, dass ein Christ eigentlich nicht den Beruf des Tötens ausüben sollte. Von, allein daher war das sehr merkwürdig, dass Konstantin christliche Zeichen auf römische Soldatenausrüstung hat zeichnen lassen. Das war eigentlich mit der christlichen Lehre gar nicht vereinbar. Erst jetzt wird und das können wir natürlich nicht beweisen, aber wir können vielleicht vermuten, unter dem Druck von Konstantin, ähm, nach all dem, was er für die Christen getan hat, erlaubt, dass die Christen auch in der Armee dienen. Und das vergrößert natürlich bei einer wachsenden ähm, Population an Christen die Optionen, äh, junge Männer zu rekrutieren. Konstantin hat dann entzürnt feststellen müssen, dass die Donatisten auch dieses allgemeine Konzil mit der Entscheidung nicht akzeptierten. Sie haben sofort Berufung eingelegt und Konstantin erkennt hier etwas, das man durch die ganze Kirchengeschichte wieder verfolgen kann, nämlich dass dogmatische Kirchenstreitigkeiten manchmal scheinbar unlösbar sind. Und hier war Konstantin, er hatte Armeen besiegt, er hatte das ganze Römische Reich propagandistisch auf seine Seite gebracht, aber die Christen, die ließen sich nicht einfach durch solche Mittel überzeugen. Und so schreibt er erbost, dass diese Donatisten doch endlich das Urteil der Bischöfe akzeptieren sollten, als wäre es Gottes Meinung. Und auch hier zeigt sich eine Idee, die später für die Kirchengeschichte sehr wichtig wird, die aber eine gefährliche Abweichung vom biblischen Bild beinhaltet. Nämlich, dass wenn einfach ein Konzil zusammenkommt, eine Entscheidung fällt, dass das jetzt quasi bindend ist und jeder Christ sich dem unterordnen muss in seinem Gewissen. Das ist natürlich etwas wie Politik gemacht wird, aber... Die Wahrheitsfindung kann so nicht wirklich abschließend geklärt werden. Und hier waren Christen, die es für dies eine Gewissensfrage war, die dem Wort Gottes sich verpflichtet fühlten und die der Meinung waren, dass nur echte Buße und echte Reue und eine Wiedertaufe dazu führen können, dass jemand wieder Teil der Kirche wird. Und auch ein Machtwort des Konstantin, obwohl er sogar mit dem Einsatz von Gewalt drohte, interessanterweise, äh, wozu es dann allerdings wohl nie gekommen ist hat daran nichts ändern können. Zudem gab es plötzlich neue Beweise, die die Sache nochmal in ein anderes Licht tauchten. Wir können die Details aus Zeitgründen nicht alle anschauen, aber es sah dann tatsächlich so aus, als ob die Donatisten wieder Beweisstücke vorlegen konnten, die ihren Fall stärken konnten. Und Konstantin hat eine erneute Untersuchung anstrengen lassen, obwohl er schon das Konzil getagt hatte. In dieser Zeit ist äh, Armenien als das erste Königreich überhaupt offiziell christlich geworden. Der König Tiridates wurde von Gregor getauft, der zum Primas von Armenien geweiht worden war auf dem Konzil von äh, Kaiserea in Kappadokien. Und Armenien ist offiziell äh, in der Geschichte der Welt das erste, äh, die erste, das erste Land, das ein, das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat in dieser Zeit. Im Spätsommer ist dann die Valeria, die Witwe des Galerius, die ja schon von Licinius zum Tode verurteilt worden war, in Thessaloniki gefunden worden und entsprechend auch umgebracht worden. Im Winter hat dann Konstantin noch einmal den Caecilianus, den Bischof aus Karthago an seinen Hof nach Trier kommen lassen, dort wo er residiert. In der Zwischenzeit hat es Untersuchungen gegeben und die Beweise, die die Donatisten vorgelegt hatten, hatten sich zum Teil als gefälscht oder als irreführend dargestellt. Es gibt ein ziemliches Hin und Her an Verordnungen, äh, an, an, an Anweisungen. Konstantin muss immer wieder sich auch korrigieren. Das ist im Detail ziemlich komplex. Aber das Schlussfazit bleibt: Egal was er tut, dieser Streit will einfach nicht aufhören. Jeder Kompromiss scheitert und die Donatisten rebellieren dagegen, dass man einfach per Mehrheitsbeschluss ihnen sagt, wie sie zu glauben haben. Konstantin erlässt äh, äh, in dieser Zeit auch ein Gesetz gegen die Pfändung von Flugsklaven und Ochsen. Das äh, klingt sehr human, ist es auch, ist aber natürlich auch ähm, eine Überlegung, weil er die Steuereinnahmen nicht behindern will, auf die er natürlich angewiesen ist. Und jetzt waren also im Sommer 315 Konstantin und Licinius beide Kaiser und man würde doch denken, jetzt nach all den Jahren des Bürgerkrieges ist Eintracht und Harmonie zu erwarten, aber vielleicht ahnen wir es schon. Wahrscheinlich haben beide gedacht, es kann nur einen geben. Und wer das auf jeden Fall wohl gedacht hat, war Konstantin. Die genauen Umstände der jetzigen diplomatischen Affäre lassen sich nicht mehr rekonstruieren. Offensichtlich hat Konstantin seinen eigenen Schwager, einen gewissen Bassianus, zu Licinius gesandt, um ihn als Caesar, als Kaiser äh, an erkennen zu lassen. Wollte Konstantin wirklich die alte Tetrarchie wieder aufleben lassen? Mit zwei Augusti, Konstantin Licinius und einem Caesar. Und wenn ja, wer wäre dann der nächste Caesar gewesen? Vielleicht sein eigener Sohn Crispus, wenn er dann mit zwei ihm untergebenen Cäsaren die größere Macht gehabt hatte. Man kann schon sehen, dass Licinius das vielleicht als Affront aufgefasst hat. Angeblich hat dann Licinius dafür gesorgt, dass Bassianus von seinem Bruder Sen Senecio auf die Seite Licinius gezogen worden ist und jetzt gegen Konstantin wohl rebelliert habe. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Konstantin seinen eigenen Schwager Bassianus dann hat umbringen lassen und ähm, die Herausgabe von diesem Senecio gefordert hat. Das hat der Licinius verweigert. Man sieht also, wie diplomatisch die Spannung äh, zugenommen hat. Licinius hat dann sogar noch, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, Statuen von Konstantin stürzen lassen in der Stadt Imona, im heutigen Ljubljana. Und das war natürlich dann ein Kriegsgrund. In der Zeit wurde in Rom der berühmte konstantinische Triumphbogen eingeweiht, den wir heute noch bewundern können. Er wird dort als Befreier von der Tyrannei gefeiert und interessant ist, was der Triumphbogen selbst sagt. Dort steht geschrieben: Dem Imperator Caesar Flavius Constantinus Maximus, dem frommen und glücklichen Augustus, haben Senat und Volk von Rom, weil er durch Achtung, göttliche Eingebung und Größe des Geistes mit seinem Herr sowohl am, Tyrann, am Tyrannen als auch zugleich an allen seinen Anhängern die Republik mit gerechten Waffen gerecht hat, diesen Triumphbogen gewidmet. Eine Formulierung, bei der die Christen glauben konnten, dass. Der Gott des Himmels, der Gott der Bibel gemeint ist, aber bei dem auch jeder Heide sagen konnte, ja genau, eine göttliche Eingebung irgendeiner von den Göttern, vielleicht der Sol Invictus. Eine Formulierung, die zeigt, wie ambivalent diese ganze Sache ist und das zeigt sich sehr deutlich an den Münzen. Hier haben wir eine berühmte Abbildung aus der Zeit, die deutlich macht, dass Konstantin sich nicht als Christ sieht. Er lässt sich hier in dieser Zeit mit einer äh, abbilden mit dem Sol Invictus, der direkt neben ihm steht. Und die, die Abbildung ist so gezeichnet, um deutlich zu machen, er und Sol Invictus, äh, er entspricht dem Sol Invictus. Das ist sein Gott. Er ist der Kaiser der Sonne. Das hat eine gewisse monotheistische Tendenz und deswegen kann er auch, meint er, die Christen mit hineinbringen in diese allgemeine Kaiserideologie. Seine Förderung der Christen ist eigentlich der Versuch, eine bisher verhasste und ausgestoßene Religionsgruppe einzubinden in das allgemein sich entwickelnde kaiserideologische Konstrukt. Auf dieser Kupfermünze, die 313 oder 314 in Londinium, also dem heutigen London, geprägt worden ist, in Britannien, einem Gebiet, in dem ja Konstantin schon seit langer Zeit äh, fest. Im Sattel saß in der Macht. Sehen wir Folgendes abgebildet. Auf der Vorderseite hier sehen wir seinen Namen, kann man sehr deutlich sehen, Constantius. Hier. Und dann sehen wir auf der Rückseite äh, im Dativ äh, Soli. Und dann haben wir hier Invicto. Und dann Comiti. Das heißt also dem Sol Invictus dem Comes. Dem Gefährten. Konstantin widmet also hier nach seiner vermeintlichen Bekehrung, die wir gesehen haben, keine Bekehrung ist, diese Münze seinem eigenen Gefährten, dem ähm, Sonnengott, dem Sol Invictus. Eine sehr, ein sehr deutliches Zeugnis, dass Konstantin hier kein Christ ist, sondern das Christentum machtpolitisch für sich gebrauchen möchte. Im Sommer. Hat dann Konstantin sein zehnjähriges Jubiläum in Rom verbracht. Er kommt dort an. Der, der, der Trümfbogen ist ja dann auch ihm gewidmet worden. Aus Gründen, die ich nicht genau kenne, hatte hier noch einmal die Streitparteien aus Karthago hinbestellt. Doch Caecilianus erscheint gar nicht. Deswegen wird der Fall nach Mailand vertagt. Und dort gibt dann Konstantin sein abschließendes Urteil wieder für Caecilianus gegen die Donatisten. Aber wer jetzt geglaubt hätte, dass die Unruhen aufhören, sieht sich eines Besseren belehrt. Die Donatisten denken gar nicht daran, dass sie jetzt diesem Urteil sich beugen. Die Unruhen gehen unvermindert weiter. Einige Gesetze Konstantins aus dieser Zeit sind vielleicht noch kurz interessant zu erwähnen. Er hat äh, beschlossen oder äh, als Gesetz erlassen, dass Männer auch ohne Mandat ihre Frauen vor Gericht vertreten dürfen dass auch erwachsene Söhne bei Treue vom Vater emanzipiert werden dürfen, also aus der väterlichen Gewalt entlassen werden können. Und, und das ist sehr interessant jetzt auch für die Frage, ob er Christ gewesen sei, Räuber sollten den Tieren vorgeworfen werden, wenn sie niedriger sozialer Schicht äh, angehörten, oder sie sollten zu Gladiatoren gemacht werden, wenn sie höher gestellte Persönlichkeiten wären. Und das ist wiederum ein Hinweis darauf, dass Konstantin eben kein Christ gewesen ist, denn nach geltender Lehre zu der Zeit war es für Christen verboten, Gladiatoren zu sein. Und die ganzen Gladiatorenkämpfe an sich waren ein Greuel für die Christen, die wollten nichts damit zu tun haben. Und äh, indem also Konstantin hier gewisserweise die Gladiatorenspiele äh, akzeptiert und gewisserweise gefördert, indem er äh, neue Gladiatoren, Gladiatoren sozusagen ähm, ja, schafft, ähm, tut er etwas, was gegen christliche Lehre verstößt und mit dem Christentum nicht in Übereinstimmung gebracht werden kann. In diesen Jahren zwischen 313 und 315 verfasst der gebildete Christ Lactanz, Lactantius, seinen berühmten Bericht über die Todesarten der Verfolger. Wir haben öfter schon aus diesem Buch zitiert. Es ist, er ist ein großer Verehrer von Konstantin. Er ist sehr aggressiv, er ist sehr ähm, eingenommen für äh, Konstantin und auch sehr gegen die Verfolger. Er schildert dort äh, zum Teil sehr ausführlich, wie all die Verfolger der Christenheit halt zum Teil schmählich und grausam Umgekommen sind. Er war ein sehr gebildeter Christ. Er war noch vor der Verfolgung in Nikomedia äh, Christ geworden, hat auch einige theologische Werke geschrieben und ist für diese Zeit eine ganz wichtige Quelle, auch wenn man sich bewusst machen muss, dass er pro Konstantin ist. Die Tatsache, dass er nichts von einer Vision an der Milwischen Brücke schreibt, ist äh, ganz, ganz entscheidend. Im Frühjahr 316 ist dann Konstantin nach Gallien gegangen. Er hat dort in Südgallien sich vorbereitet auf den bevorstehenden Krieg, die Entscheidung gegen Licinius. Und dort in Südgalien, genauer genommen in Aal, hat jetzt eine neue Frau, die Fausta, ihm einen Sohn geboren. Er hat ja schon einen Sohn mit seiner ersten Frau Minervina gehabt, nämlich den Crispus, der schon jetzt älter war. Aber jetzt gebiert sie ihm einen Sohn und den nennt er Konstantin den Zweiten. Auch der wird noch eine Rolle in der römischen Geschichte spielen. Und dann am September 29 ist er am 29. September in Verona, in Nordostitalien, hat also seine Armeen zusammengenommen, um jetzt den Krieg gegen Nicinius zu beginnen. Und es ist Konstantin, der, obwohl wir die genaue diplomatische Vorgeschichte nicht genau kennen, jetzt offensichtlich ohne Grund wieder angreift. So schon wie bei Maxentius, ähm, wo er einfach äh, aus geostrategischen Gründen angreift und das Ganze dann später propagandistisch äh, begründet und äh, übertüncht. So greift er jetzt. Aus, eigenen, aus eigenem Antrieb, aus eigenen Stücken Licinius an auf dessen Territorium im Oktober 316 und erobert die pannonische Hauptstadt Siskia. Der Krieg hatte begonnen, aber nicht nur der Krieg um die Vorherrschaft im Römischen Reich, sondern auch der Krieg um die Wahrheit im Christentum. Wie würden diese beiden Kriege ausgehen? Wer würde die Macht im römischen Reich erobern und würden die Christen treu zur biblischen Wahrheit stehen oder würden sie sich korrumpieren lassen durch die neue Ideologie des Konstantin? Das und vieles mehr sehen wir in der nächsten Folge, wenn es heißt der Tag der Sonne. Diese Folge wird auch ganz besonders im Zentrum sich mit der eigentlichen Frage beschäftigen, mit der wir diese Serie begonnen haben, nämlich die Frage nach dem Sonntagsgesetz des Konstantin. Da werden einige Fäden zusammenlaufen, bitte nicht verpassen. Bis dahin wünsche ich alles Gute, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.